Moin zusammen und willkommen zurück zu dem Haus, im Haus von Da Vinci. Nun, wir sind beim letzten Mal hier hängen geblieben und neues Spiel, neues Glück. Natürlich ist alles wieder zurückgesetzt worden. Ach, was für ein Gedingse. Okay, wir hatten schon herausgefunden, der Rabbit müsste hier erscheinen. Und, ja, das ist ja auch ganz einfach. Okay, da haben wir den Rabbit. Gut, alles klar. So, uns fehlt aber noch der Hinweis, wo denn... Also welche Bilder hier oben hingehören, wenn ich das nochmal zeigen darf. Wir hatten den ersten Hinweis gefunden, der hier unter... ein bisschen schneller bitte, wenn es keine Umstände macht. Den ersten Hinweis hatten wir hier unter dem Tisch gefunden, dass die mittleren beiden, also naja, Nummer 2 und 4, halt eben ein Hase sein müssten, ein Kaninchen sein müssten. Und uns fehlte noch der Hinweis, und der andere... Und die anderen drei. Nun, also, ja, ich habe ein bisschen Zeit verbracht hier mit dem Gedingse. Und, nee, warte, wie hatte ich denn das gefunden? Ich hatte es gefunden, ich weiß nicht, nur nicht mehr genau wie. Ah, so hatte ich das gefunden, genau. Guckst du. Da sind die drei anderen Felder, wie sie belegt werden müssten. Das sind die Schädel. Und das stellen wir jetzt mal ein. Okay, dann lass uns mal rangehen. Mal gucken, wie das funktioniert. Machen wir es so rum? Okay, machen wir es so rum. Gut. So, das hier und... Nee, den nicht. Hallo? Den hätte ich gern. Warum drehen wir den? Ist es egal? Da war schon der Schädel, aber dann passt das da in der Mitte nicht. Das heißt, wir müssen noch... Nochmal... Alter. Okay, also hier ist die Steuerung schon ein bisschen... So, zack und rum. Und was mal. Halt, da war doch eben der Schädel. Zumindest hier. Das scheint noch nicht zu passen. Ich versuch's nochmal mit einer Runde hier zu drehen. So. Rums, rums. Ist ja eine unterschiedliche Anzahl von Bildern. Nee, guck mal, da kommt jetzt in der Mitte. Ah, hier doch, könnte passen. Und? Ja. Na siehste, ist das nicht schön. So, und jetzt können wir auch in die Hütte reingehen. Was ist denn hier? Aber warte mal, wir sind noch nicht fertig. Oh, ja, okay, wir kommen hier auch noch nicht raus. Gut, was haben wir da? Da haben wir hier an der Seite so ein Getöse. Hoffentlich kriegen wir damit... Die Pfeile ein Hinweis? Nee, wohl nicht. Irgendwas hakt da. Ah, so geht's. Okay. Gut, so. Nee, falsche Richtung. Doll. Oh, warte, das war richtig. Das ist ja fies. Die verhacken sich ineinander. Ja, das hat gepasst. Okay. Also auf den Bildern hier ist nicht zu trauen, um das mal auf den Punkt zu bringen. Toll. Falsch rum. Jetzt hakt hier noch was. Warum? Wieso? Hä? Ich krieg das gar nicht mehr rum. Warum nicht? Ich krieg das gar nicht mehr bewegt. Muss ich erst das obere einstellen oder wie? So vielleicht. Ah, jetzt lässt er sich auch weiter drehen. Okay. Gut, dann funktioniert das. Und jetzt noch den in die richtige Position. Na, siehst du. So, und dann können wir das hier öffnen. Und wow, wir bekommen einen Holzgriff. Das sah doch verdächtig nach Ausklappen auf. Aus. Wollen wir da drauf drücken? Nö. Aber es sieht schon ein bisschen so aus, als würde hier noch was reingehören, ne? Aber ich wüsste noch nicht was von unseren Sachen, die wir haben. Na gut, wir kriegen es schon heraus. Okay, gut, alles klar. Ist hier noch mehr drin? Nö, sieht nicht so aus. Okay, dann wenden wir uns doch mal der Tür zu. Ich nehme nicht an... Nee, ist verschlossen. Ich nehme nicht an, dass das der richtige Schlüssel ist hier. Wir bekommen einen Hinweis. Ah, ja. Super. So, dann mal rein. Ach, müsste ich hier eigentlich auch mal gucken, ob da... Ach, das kann ich inzwischen nicht mehr einsehen. So, der Schatz ist unser. Mein Schatz. So, hier passiert gar nichts.
Ah, hier dreht es sich. Da wird ein Schlüsselloch sichtbar. Ah, lass mich raten, dann ist hier auch... Ja, da ist doch ein Schlüsselloch drin. Und hier passt der Schlüssel hinein. Uff, uff, uff. Super. Katsching. Jo. Was haben wir denn hier? Muss ich damit was machen? Vermutlich, ne? Aber ich kann nur die... Nee, hier kann ich auch... Hey, guckst du. Ja, gewieft. Gegenstalten gefunden. Metallhebel. Ast rein. Ist da noch was drin? Nö. Das ist der Schließmechanismus. Lass gucken. Nee. Also wenn ich eins gelernt habe bei diesem Spiel, immer noch ein zweites Mal hingucken. Immer noch mal tralalala. Gegenstand gefunden. Dolch. Ja, cool. So, können wir denn mit diesen Gegenständen hier irgendwas machen? Oder sind... Nee, siehst du, da ist doch irgendwie... Was ist das? Da kann man drehen. Ja, Gegenstand gefunden. Rubinbesetzte Goldanlage. Nix kann man hierfür ernst nehmen. Es ist alles immer irgendwie noch verstrickt, verkurbelt, verhebelt. Okay. Guck mal, jetzt haben wir zwei Hebel. Das ist für... Warte. Doch, ja, ich war... Ach so, halt, nee. Nochmal gucken, ne? Sprach es und... Ja, okay, alles klar. Gut. Ist nichts mehr. Gut, ciao. So, raus da. Also, die Hebel, wo die reinkommen, ist klar. Aber hier, das ist rot-grün oder grün-rot. Eins von beiden wird es schon sein. So, wir wussten ja nicht, welche Flagge hier einzustellen wäre. Grün-rot. Okay, alles klar. Dann machen wir das so und so. Und jetzt bleibt das Zeug da auch drin. Ja, jetzt ist nur die Frage. Wo stellen wir es denn hin? Das bringt es offensichtlich noch nicht. Rot-grün, grün-rot. Tja, wir wollen was öffnen, dann würde ich mal sagen, nach außen, ne? Nee, hier macht er noch nichts. Gibt's einen Hinweis? Nein. Gibt's einen Vergangenheitshinweis? Auch nicht. Okay. Eine anspruchsvolle Rätselschachtel. Ich frage mich, was da drin ist. Ja, da fragst du dich nicht alleine. Oh, halt, andersrum muss man das machen. Ach so, drücken nicht ziehen. Klar. So, und was haben wir hier? Eine Schublade. Und da drin befindet sich ein Metallkopf. Okay. Lass mal gucken. Metallkopf. Ach, hier. Das habe ich nicht gesagt. Dieses Ding ist noch zum Einhaken. Natürlich. So, und dann vermutlich drehen. Genau, und rein. Zack. Hebel mit massivem Metallkopf. Ja, cool. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt damit? Hier ist alles abgehandelt. Hier haben wir, soweit ich weiß, auch kein Rätsel mehr offen. Also im Grunde bleibt ja nur das hier, ne? Hier war so ein Dings, in das wir nicht hineingucken konnten. Geht das? Ja, das geht. Okay, alles klar. Gut, was möchtest du, was ich tue? Ah, Sesam, öffne dich. Der Meister muss diese Kriegsmaschine entkommen sein. Es sieht so aus, als ob die Plattform darin zum Dach des Badia Viridina führt. Okay. Oh, hier eine Nachricht. Lass mal gucken. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich erwarte dich im Turm. Ich habe es geschafft, einen Weg vorzubereiten. Beim Schuss der Kanone werde ich wissen, dass du in der Nähe bist. Allerdings wird das auch unsere Feinde warnen. Verschwende nicht mehr Zeit, als du musst. Natürlich. Was für ein Schuss? Dieser Schuss? Das ist... Nee, das kommt nicht dahin. Dann sollten wir wohl... Hier sollten wir wohl noch nicht sein. Okay. Hier hinten gibt es noch Getöse. Was ist das? Okay, die Kanone ist nicht geladen. Okay. Hier sollten Kugeln liegen. Da sollten Kugeln liegen. Ist
Das hier für, das ist dafür gedacht. Okay. Ziehen, schieben. Jo, alles klar. So, na dann. Erstmal Schwarzpulver hinein. Eine Kugel. Dann ziehen. Okay. So, alt. Nee. Uah. So, vermutlich ausrichten, ne? Kommen wir da näher ran? Ja, wir kommen näher ran. Okay. So, einen nach dem anderen. Wie geht denn das? Ui. Okay. So, und Auslöser. Puff. Juhu. Getroffen. Es regnet. Das ist das Fenster. Das Fenster, das hinter dem sich die Leiter, Schrägstrich, keine Ahnung, was befindet. Ja. Okay, so. Zack, näher ran. Ausrichten. Oh, na, warte. Okay, obwohl es eigentlich egal, in welcher Reihenfolge, oder? Ich nehme an, wir werden es sowieso. Hurra! Hui! Ja, da scheint. Das ist, scheint eine Art Aufzug zu sein. Da kommt irgendetwas herunter. Ist ja irre. Okay, und dann. So. Zack. Die moderne Form. Naja, modern. Hüstel. Eine sehr extravagante Form von einem Schnellfeuer. Von einer Schnellfeuerkanone. Hui! Geschafft! Ja, supi! Und da haben wir eine Kiste! Na klar. War's das? Ja, vermutlich, ne? Okay. Er hat gesagt, ich soll mich beeilen. Ja, hätt's nicht so. Geht schon. Okay, was kriegen wir denn hier? Was bist du für ein Ding? Ach du je. Okay. Was ist das? Okay, so. Und dann, ach, hier oben sind zwei. Und hier, ja, aber warte mal, das müsste doch. Müsste das nicht so funktionieren? Das kann raus und die beiden können raus. Ja, spitze. Und wir bekommen einen mehr, eine Metallkurbel. Das freut mich sehr. Ist das, das wird vermutlich die Metallkurbel sein für, ja, können wir nichts weiter mitmachen. Für hier oben im Turm. Da so. Nee, so, da so. Okay. Ran damit und was jetzt? Zack. Ein Aufzug. Wie cool. Ja, wie cool ist das denn? Haben wir damit unsere Feinde abgehängt? Ich befürchte ja das nicht. Okay. Sind hier oben. Die Explosion muss von hier gekommen sein. Ich frage mich, was sie verursacht hat. Tja, so richtig. Ups, nee, warte, noch nicht. So richtig viele Möglichkeiten gibt es ja nicht, ne? Und es regnet. Was können wir damit machen? Einfach nur öffnen. So. Ah ja, okay. Gut, dann mal rein in die Jutestube. Es regnet hier draußen ganz schrecklich. Ach du liebe Zeit. Oh, Vorsicht, da geht's tief runter. Hm. Nee, doch. Es gibt einen Steg. Okay. Naja. Dieser Teil des Turms ist unbeschädigt. Die Explosion muss in einem der unteren Stockwerke stattgefunden haben. Wie komme ich jetzt darunter? Nun, also das Cleverste wäre es zugegebenermaßen, erstmal die Tür zu schließen, ne? Das Fenster. Um unsere Feinde auszusperren. Ein unvollständiger Flaschenzugmechanismus. Hm. Na, werden wir schon finden. Obwohl. Nein, natürlich nicht. So, hier haben wir noch mehr von diesen Fenstern. Okay. Wir laufen bis zur Hälfte herunter. Ich denke, der interessante Teil befindet sich hier. Kann das sein? Guck mal, da ist so ein Stück abgesperrt.
Okay. Ja, sehe ich aber noch nicht. Da kommen wir wohl noch nicht hin. Okay, wir gehen mal weiter. Erstmal umschauen. Ach, du liebe Zeit. Wow. Ich würde gerne mal auf den Boden gucken. Da stach eine Diele heraus. Was um Himmels Willen ist das hier? Das Astrolabium, das die Mondzyklen anzeigt. Sicher. Fasziniert. Was haben wir hier? Oh. Ein Schlüsselloch. Guck einer an. Ohne Hinweis. Hast du hier einen Hinweis? Nein. Ja. Hier können wir etwas. Aber das bringt doch nichts, wenn wir uns das jetzt angucken. Denn wir haben ja noch keinen Schlüssel dafür. Ach du liebe Zeit. Schnell weg. Das war total faszinierend. So, was haben wir hier? Zack, ja. Dreieck. Nee, warte, Dreieck, so. Das ist schon mal cool. Was ist denn das? Da fehlt uns auf jeden Fall noch was. Und hier unten? Schwer zu sagen. Das bringt uns keinen Aufschluss. Das auch nicht. Okay. Gut, also das wird noch nichts. Ist hier oben drauf denn irgendwas? Nein. Da ist doch auch noch irgendwas. Nee. Okay, so kommen wir wohl noch nicht weiter. Wo geht's denn hier entlang? Oh, meine Güte. Ist das komplex? Das ist ja der Was gilt es dort einzustellen? Das sah doch eben schon ganz gut aus. So, ne? Nicht? Das sieht auch cool aus. Oh, das war es auch. Das war geraten. Sorry. Ja, ich weiß. Interessant. Deshalb kamen wir also dahin heran. Was haben wir hier? Okay. Das können wir drehen. Gibt es einen Hinweis? Ups. Nö. Lass mich raten, das muss irgendwie da oben hineinpassen. So. Ja, faszinierend. Oh Mann. So, und was gibt es hier? Gegenstand gefunden, Teil eines Geräts. Aha. Eine seltsame Holzkonstruktion, vielleicht ein Teil von Leonardos astronomischer Forschung. 1, 2, 3, 4. Nee. Näher ran geht auch noch. Doch, das geht. Okay. Hier werden Monde, Schrägstrich Planeten aufgezeigt. Aber ich nehme mal an, dass es nicht darauf hinausläuft, alle Bälle sind zu sehen. Also ich meine, ich kann es ja mal machen, aber ich bezweifle es. Ich denke eher, dass das so eine Geschichte wird mit hier müssen bestimmte Konstellationen eingestellt werden. Hier ist gar nichts. Doch, da ist ein bisschen was. Das sieht aber anders aus. Das ist garantiert, dass hier Konstellationen eingestellt werden müssen. Garantiert. Okay, aber das müssen wir noch herausfinden. Kriegen wir es so heraus? Nein. 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 Können wir darüber schwingen? Aha. Jetzt? Nee, leider nicht. Wir müssen uns noch ein bisschen mehr umsehen. Okay, treten wir hiervon erstmal zurück und
Das hier. Ah, da gehört auch noch etwas hinein. Na schön, wir waren hier unten noch nicht fertig, wenn ich mich recht entsinne. Das da weiß ich noch gar nicht. Also, das da hatten wir. Aber gibt es hier noch mehr zu sehen? Dort. Zum Beispiel. Da unten ist doch... Nein. Alter. Das hier... Okay. So. Können wir hier irgendwas machen? Das hier lässt sich drehen. So. Dann kommen die zusammen. Das ist schon mal super. Ich denke... Oh. Wieso? Hä? Okay, beide bewegen sich, ja. Ach, du liebe Zeit. Ja, das ist ja fantastisch. Okay, ich kann hier mit beide drehen. Und mit dem irgendwie auch noch beide. Wie soll denn das gehen? Wenn ich sie einzeln drehe. So. So, na guck. Okay, es hakt immer ein bisschen. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Auseinander. Was kann ich hiermit machen? Auch auseinander. Noch mehr auseinander und ganz auseinander. Cool. Und es gibt... Ah ja, Quadrat. Wie mache ich denn das jetzt? Ich bin leicht überfordert. So. Passt. Ich finde, das sieht schön aus. So. Oder nicht? Kein Hinweis dazu? Nein. Ist das super, oder nicht? Das Quadrat ist, naja, fast vollständig. Das wird auch nicht richtig, nicht vollständiger. Das muss ja auch noch in der Mitte sein. Jetzt ist es gern. So, und dann? Muss ich hier nur irgendwo drehen? Ich finde, es ist okay so. Muss ich da irgendwie einen richtigen Punkt finden? Das wäre aber an Candy. Es gab tatsächlich einen richtigen Punkt. Okay. Quadratisches Medaillon. Na, siehst du. Was haben wir dort? Was bist denn du? Eine tickende Zeitbombe. Ach, du liebe Zeit. Na, da wird wohl irgendwo noch was reinkommen. Aber offenkundig etwas... Nee, das müssen wir ja erst mit etwas anderem zusammenfügen. Offenkundig mit etwas, was später noch dazu kommt. Was kommt hier oben rein? Nee, da schwenkt es nur wieder dort unten ins Zeug. Irgendwelche kleinen Schalterchen oder so? Nee. Da unten, das sieht doch verdächtig nach... Oh, jetzt geht er hier hin. Ja, alles klar. Ja, okay, das ist super. Okay, wenn irgendwo ein Quadrat reingehört, würde ich sagen, hier. Na. So, was ist jetzt deine Erwartungshaltung? Nach oben? Nach unten? Okay. Okay. Ja. Das kennen wir doch schon, ne? Ja. Oh nein. Okay, was haben die weißen Felder zu bedeuten? Da kann man zweimal drüber laufen. Okay. Ja, kein Thema, kriege ich hin. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, kann man zweimal drüber laufen. Gut, super. So, lalalala. Ist ja witzig. Das hat er damals schon erfunden, der Leo. Hey!
Okay. Das muss zweimal durchlaufen werden. Oh wow. So, wenn ich so rumgehe, das ist okay. Nee, das funktioniert eben nicht. Wenn ich oben rumgehe, versperre ich mir hier den Durchgang. Hier unten kann ich durchgehen, so. Das wäre nicht gut. So. Ja, ich muss unten rum. Okay, das zum einen. Zack. So. Tralalala. Okay. Und jetzt hier. Da, 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 da. Nicht gut. Tam. Nee, da muss ich auch so rumgehen. Kann von hier aus weiter so. Oh, Alter. Ja, okay, das kriege ich hin. Tam, tam, das Ganze nochmal. Okay, und hier drehen wir das jetzt um. Dorthin runter. Jetzt oben rum. Das könnte passen. Runter. So, und das hier ist einfach nur runter. Und dann hier entlang und wieder hoch. Ja, cool. Hey, noch eins. Und wenn ich jetzt erst nach oben gehe und dann hier rum. Ist das so klug? Es bleibt immer einer übrig, ne? Nee, es bleibt keiner übrig. Warte mal, nee, pass mal auf. Es bleibt keiner übrig. So. Da herum. Weil hier geht's ja auf dem Weg auch wieder zurück. Oder? So, hoch, runter. Ja, das sieht gut aus. Okay. Yeah. So, und da haben wir eine ganze Menge Getöse. Da ist dieses Rad. Sein Zahnrad. Hey, eine Menge ihrer Zeichnungen. Okay, was davon können wir gebrauchen? Wir können es einfach nur hin und her schieben. Das ist schön. Das ist ganz super. Aber welche wir davon brauchen, ist nicht ganz klar, ne? Na gut, was haben wir da? Geehrter Meister Leonardo, wir wissen beide, dass wir ein großes Maß an gegenseitigem Respekt teilen. Wir wissen über die Dinge Bescheid, die in eurem Haus und in eurer Werkstatt passieren. Alle Maßnahmen, die ihr getroffen habt, um unsere Pläne zu verhindern und zu gefährden, sind nutzlos. Deshalb bitte ich euch zum letzten Mal, eure unfertige Arbeit zusammen mit den restlichen Plänen auszuhändigen und sofort und vollständig mit uns zu kooperieren. Ansonsten werdet ihr eure Kom ihr und euer Komplize bestraft. Wer? Wir? Ich? Also der Charakter? Horst. Na gut, ja. Drogen, ne? Ist hier irgendwas Interessantes dabei? Ich denke nicht. Das können wir vielleicht mal nachbauen. Aber ansonsten. Ja, okay, gut, fein. Ist ein schönes Detail. Vielleicht kommen wir später darauf zurück. Aber erst einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Jawohl, wir fahren. Der Rest kommt in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, macht es gut und auf Wiese gehen.